So, liebe Rasenfreaks, da sitzt meine Frau und schreibt die Fragen auf. So, liebe Rasenfreaks, es ist ja nicht so weit. Ich werde heute endlich eure Fragen beantworten, die ihr auf Instagram mir gestellt habt. Meine Frau macht ja den Instagram-Kanal. Die hat mittlerweile schon über 5000 Follower. Dann macht sie mal ab und zu so ein Foto. Und dann könnt ihr so ein bisschen mal so nebenbei noch, neben YouTube, verfolgen, was bei uns so abgeht. Wir müssen jetzt warten. Meine Frau wird jetzt gleich hier auf unserem Grundstück 12 Fragen verteilen. Und dann wird es hier ein hoffentlich ohne Schnitt durchgedrehtes Video geben, wo ich die 12 Fragen mir angucke und dann spontan beantworte. Das ist die Idee. Ich bin sehr gespannt, was ihr so gefragt habt. 12 Fragen für euch. Das gibt es in diesem Video. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Yeah! So, was ich euch immer schon mal zeigen wollte, weil das so völlig faszinierend ist, die verschiedenen Gräser hier in meinem Rasen. Ich hoffe, man kann das sehen. Wir haben hier einen ganz, ganz dunklen Fleck. Und man sieht so leicht bläuliche, doch auch relativ feine Gräser. Das ist die Pratensis. Hier ist eine Mischung aus Pratensis und Festuca rubra. Die Festuca hat ganz dünne, feine Gräser und die Pratensis ist etwas dickblättriger, hier ist sie aber noch relativ feinblättrig. Und was natürlich auch dazwischen ist, haben wir hier immer mal wieder so ein paar Blüten. Aber da das nicht so ganz hell ist, gehe ich davon aus, dass das auch so Nachzügler der Pratensis sind, die jetzt hier noch blühen. Sonst ist die Blüte weitestgehend zurückgegangen. Und deshalb kann ich auch wieder mulchen. Da ist sie. Da sind die Fragen. So, und wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Also, wie machen wir das denn jetzt? Du wolltest es doch eigentlich auf Holzstöckchen stecken. Ja, dann machen wir jetzt noch. Jetzt pinnt sie die Fragen auf so kleine Holzsticks. Vielleicht ein bisschen thematisch passend zu dem Bereich hier auf unserer Rasenfläche. Und dann bin ich ja mal gespannt. Was ich euch auch noch zeigen möchte, bis meine Frau mal irgendwie fertig ist. Ich habe hier ein unheimliches Loch gehabt. Ich habe hier eine unheimliche Senke gehabt. Und die haben wir nicht ausgeglichen. Als wir hier das angeschüttet haben, haben wir das nicht genügend gleichmäßig ausgeglichen. Und jetzt habe ich hier mal ganz brutal, um es auch zu testen, habe ich hier einfach Quarzsand auf die alte Grasnarbe raufgeschüttet. Ein bisschen Gräser sind noch durchgekommen. Und ich habe hier einfach ein paar Hände voll Nachsaat unter den Quarzsand gemischt. Das ist keine Woche her. Wir hatten optimale Bedingungen, viel Regen, angenehme Temperaturen, 25 Grad. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich schalte mal um. Die Lolium perenne hat schon voll gekeimt. Der sieht schon wahnsinnig aus nach nicht mal einer Woche. So, lieber Rasenfreaks, nun habe ich ehrlich die ganzen Lückenfülle hinter mir. Jetzt geht's los. Jetzt machen wir hier einen One-Shot. Immer wieder erhält der Steine. One-Shot. Ohne Cut. Ob wir das hinkriegen? Ich muss mich jetzt echt konzentrieren. Fangen wir gleich mit Frage 1 an. Ich gehe jetzt ganz willkürlich hier über die Fläche und beantworte eure Fragen. Yeah! So. Natürlich so, dass ich das nicht lesen kann. Oh! So. Wie kann man Farbunterschiede im Rasen beseitigen? Ich hatte es ja schon gerade gezeigt. Unterschiedliche Gräser haben unterschiedliche Grünfärbungen. Wenn man natürlich eine möglichst homogene, gleichmäßig ausschauende Rasenfläche haben möchte, dann muss man schauen, dass die Farbe der Grashalme trotz der unterschiedlichen Grassorten möglichst gleich ist. Und das ist nicht einfach. Und je hochwertiger die Rasenmischung, desto besser wird dieser Farbaspekt der einzelnen Gräser angepasst und eingehalten.
Also man kann natürlich auch eine Monokultur, natürlich nur eine Grassorte sehen. Das hat Connor Ward versucht. Der hat die Pura Pratensis versucht, als einzige Rasensorte zu sehen. Und er ist gescheitert. Denn er kriegte jetzt überall so ganz helle Spots von der Pura Annua, von der Lolium Perenne. Müsst ihr euch angucken. Frage 1. So, ich stecke die mal ein. So, Frage 2. Das wird zu lang. Ich glaube, das wird zu lang. Ich muss mich schneller, muss mich beeilen. Kann ja auch ein bisschen länger sein. Was muss ich bei der Bewässerung beachten? Ja, bei der Bewässerung beachten, einmal die richtige Tageszeit. Bewässerung ist natürlich total wichtig. Ne? Dreikampf, mähen, düngen, wässern. Das sind die drei wichtigsten Dinge, um schönen Rasen zu haben. Und bei der Bewässerung sollte man darauf achten, dass man möglichst wenig oder selten wässert, aber dafür möglichst viel. Also so selten oder so wenig wie möglich und dann möglichst viel. Dann möglichst den Boden sättigen, weil dann bemühen sich die Wurzeln, dem Wasser hinterher zu wachsen, also tiefer zu wachsen, tiefer zu wurzeln, um das Wasser unten aus der Erde herauszuziehen. Also ganz selten und dann viel. Viel, was heißt viel? 15 Liter pro Quadratmeter bis vielleicht auch 20 Liter pro Quadratmeter einmal die Woche, das ist eigentlich völlig ausreichend. Wenn das Gras natürlich anfängt zu kränkeln, also so ein bisschen bläulich zu werden und beim Drauftreten auch liegen bleibt, da muss man sofort wässern, da muss man sofort kräftig wässern, weil dann ist das Gras an der Trockenheitsgrenze, dann wird es kritisch. So, nächste Frage. Cool. So, nächste Frage. Oh, jetzt habe ich es zerrissen. Was magst du zum Frühstück? Und die zweite Frage ist, hast du eine Sommeralternative zu den gebrannten Mandeln? Wer kennt meine gebrannten Mandeln? Wir machen immer selbst gebrannte Mandeln. Das habe ich da schon mal gezeigt? Weiß ich gar nicht. Kann man mal zeigen. Was magst du zum Frühstück? Zum Frühstück esse ich sehr gerne herzhaft, also Käse, Wurst und sehr gerne also Vollkornbrot, Knäckebrot mag ich unheimlich gerne und ab und zu ein Ei und natürlich einen herrlichen Cappuccino. Und das mit den Mandeln, das machen wir nochmal später. Sehr gut, schöne Frage. Okay, oh, gehen wir da hoch. So, muss mal gucken, dass das Licht dann auch immer sich anpasst. Was gibt es bei einem neu angelegten Rasen zu beachten? Naja, ihn möglichst wenig belasten. Neu angeregte Rasenflächen sind empfindlich. Die Gräser sind noch jung, sind nicht genug stabil. Dann natürlich auch wieder möglichst mit scharfem Messer mähen, damit die Gräser auch nicht so stark belastet werden. Natürlich ist Mähen immer Stress für den Grashalm. Und dann natürlich auf das Wässern achten und das Düngen, das sollte man schon vorher machen. Und nach 6 bis 8 Wochen kann man durchaus auch schon eine neu angelegte Rasenfläche wieder wässern. Ja, und möglichst oft mähen. Ich sage mal, möglichst oft mähen mit scharfem Messer. 8 Wochen wässern? Was habe ich gesagt? Nein, nach 6 bis 8 Wochen. Bist du nur für doch einen Schnitt reinmachen. Nach 6 bis 8 Wochen kann man wieder düngen. Habe ich wässern gesagt? Ja, okay. Ich darf mit dem Papier nicht so rumfummeln, das knistert nur. Gut, also ein One-Shot, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Ich bin ja auch nicht der Held der Steine. So, jetzt schnell raus aus dem Gegenlicht. Schnell raus aus dem Gegenlicht. Wie gehst du mit dem Gefühl um, berühmt zu sein? Also ich bin nicht berühmt, also ich fühle mich nicht berühmt, überhaupt nicht. Ich bin vielleicht im Bereich der Rasenpflege schon recht erfolgreich. Dank euch, weil ihr mich so gerne schaut und weil ihr mich auch so gerne anklickt. Ja, aber berühmt. Es ist natürlich schon komisch. Da kommen natürlich ab und zu mal Fans zu uns, was überhaupt kein Problem ist. Und die gucken dann immer so mit so großen Augen. Das finde ich schon echt komisch. Da fühle ich mich zumindest komisch. Aber sonst ist mir das nicht so wichtig. Okay. Nächste Frage. Ja, berühmt. Oh,
Bist du glücklich oder gibt es noch Luft nach oben? Also ich bin schon sehr, sehr glücklich mit dem, was wir tun und was wir auch in den letzten Jahren entschieden haben, was ich entschieden habe. Na, mein Job habe ich sehr stark verändert in den letzten Jahren, weniger gearbeitet, sehr früh jetzt in die Altersteilzeit gegangen. Also das ist schon sehr gut. Wir haben eine tolle, große Familie. Darüber können wir sehr glücklich und dankbar sein. Aber natürlich habe ich viele Ideen, was man noch so machen kann. Also was wir auch hier auf dem Grundstück noch verändern können, kommt natürlich hoffentlich alles noch. Also ich will ein richtig großes Projekt im Herbst vielleicht wieder starten. Mal gucken. Also ne, viele, viele Ideen. Also das treibt mich an. Aber sonst bin ich doch sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir so tun. Sehr, ja. Coole Frage. Gut. So, lüften, vertikutieren, grumen, wie oft Vor- und Nachteile? Tipps dazu, Stichwort Mährichtung. Aha. Lüften, vertikutieren, grumen. Ja. Also, jetzt muss man mal ganz kurz erklären, diese drei Unterschiede. Lüften ist ja dieses Rauszupfen des toten Grases, des Filzes mit diesen kleinen Drahtzinken. Vertikutieren ist das Schneiden in die Grasnarbe rein mit Messern, feststehend oder auch bewegliche Messer. Das sind dann, weiß ich nicht, was haben die für einen Abstand? 30 mm vielleicht, 20, 30 mm. Das ist das Vertikutieren. Das ist vor allen Dingen sinnvoll, wenn man wirklich sehr dichten Filz hat, wenn man nachsehen will, wenn man den Boden auch mal sehr gut aufreißen will, um zu düngen, um nachzusehen, um auch vielleicht Sand möglichst gut in die Grasnarbe reinzukriegen. Ich halte mehr vom Lüften, weniger vom Vertikutieren. Das tue ich nur, wenn ich nachsehe. Und das Grumen ist eigentlich etwas ganz anderes. Das Grumen ist das Zerschneiden der waagerecht wachsenden Grashalme. Und der Grumer hat auch sehr, sehr viele Messer, also wirklich ganz viele Messer, also im Abstand von 10 mm, 5 bis 10 mm vielleicht, sehr viele Messer. Und der soll das Gras, die waagerechten Halme soll der teilen. Also alles, was flach liegt, soll er teilen und reißt es aber auch raus. Es ist so eine Kombination auch aus rausziehen, hochziehen und zerschneiden. Aber die eigentliche Idee ist der senkrechte Schnitt, nicht der waagerechte, sondern der senkrechte Schnitt, um auch das Wachstum der Gräser wieder anzuregen, zu fördern und auch die Grasnarbe noch dichter zu bekommen. Lüften kann man tatsächlich, wenn man möchte, jede Woche. Vertikutieren, wenn ich nachsehe, nur eben ein oder zweimal im Jahr. Grumen kann man, ja, das muss man ein bisschen beobachten. Das hängt darauf an, wie tief man grumt. Kann man tatsächlich mit jedem Mähen meine Grumereinheit von meinem E-Flex einblenden. Meine Grumereinheit, die läuft fast immer mit. Es sei denn, ich mähe mit einem anderen Mäher, aber grumen kann man sehr oft. Auch da muss man natürlich schauen, wird das Gras wieder zu stark belastet? Ist es überhaupt notwendig? Gibt es halt viele quer- und flachliegende Halme oder eben nicht? Genau. Gut. Stichwort Mährichtung verstehe ich jetzt nicht. Andere Richtung als vertikutieren, wenn man dann anschließend mäht? Ach so, also eine andere Richtung als vertikutieren, wenn man jetzt anschließend mäht. Es ist natürlich immer gut, wenn man das Gras jetzt in eine Richtung hochgerissen hat, das in die andere Richtung zu mähen, um es besser abzuschneiden. Das ist aber nicht, finde ich jetzt nicht ganz so entscheidend. Gut, so, Zettelwirtschaft. Oh, boah, 12 Fragen sind aber doch viel. Richtige Reihenfolge, vertikutieren, sanden, düngen, nachsehen. Gute Frage, immer wieder die wichtige Frage. Ich will meinen Rasen verbessern, was mache ich? Ja, erst düngen. 2 Wochen vorher eine gute Düngung auf den Rasen bringen, weil das Gras wird ja dann vertikutiert. Also wird es wieder gestresst und dann sollte es schon gut wachsen. Dann, also düngen, dann vertikutieren, dann sanden und zum Schluss nachsehen, weil die Nachsaat möglichst
oben drauf liegen soll, nur ganz leicht eingearbeitet werden soll, leicht eingehakt und dann festgewalzt. Das ist die richtige Reihenfolge, aus meiner Sicht die richtige Reihenfolge für das Nachsehen. Könnt ihr mal schreiben, was ihr so denkt. Genau, so. Gut. Oh, da ist noch einer. Oh, dieser Rasen. Freaks. Ich bin so heiß. Morgen früh um sieben mähen. Hier sind schon die ganzen Felsenbirnenfrüchte. Das ist auch Dünger übrigens, ne? Diese Früchte. Das ist immer echt interessant. Wenn die ganzen Früchte hier von der Felsenbirne runtergefallen sind, dann wird das hier so ein bisschen dunkelgrüner, weil das natürlich auch ein organischer Dünger ist. Macht es Sinn, für unterschiedliche Grundstücksbereiche unterschiedliche Samen zu nehmen? Ja, das macht schon Sinn, wenn man also sehr stark natürlich auch Schattenbereiche hat, dann macht es schon Sinn, ich gehe mal ein bisschen raus, dann macht es schon Sinn, eine natürlich schattenverträgliche Rasenmischung zu nehmen. Sonst bin ich eher dafür, dass man die gleichen Grasarten überall verwendet, weil unterschiedliche Rasenmischungen werden auch unterschiedlich aussehen. Und das ist wieder das Problem. Dann ist die Fläche heller, ne? Die Poa supina als super Schattenrasensorte ist heller, ist so ein bisschen gelblicher als eben diese dunklen Festuca oder Poa pratensis Sorten. Aber na klar, wenn man Problemzonen hat, dann macht tatsächlich eine andere Rasenmischung Sinn. Die Frage ist natürlich, ob man nicht diese Rasenmischung dann trotzdem überall nehmen kann. Die Poa supina kann man natürlich, wie Perfect Green ja auch so schön zeigt, überall nehmen. Interessant. Gut, so, letzte Frage? Nein. Oh, nicht. Nicht? Okay, mal die Sonne. Warst du schon zur Hochzeit an Rasenpflege oder erinnerst du dich an einen Streit über die Halme? Ja, Nachfrage. Ist Martina vielleicht der eigentliche Rasenfreak? Nein. Also die Frage muss ich ganz klar mit Nein beantworten. Der Rasenfreak bin ich wirklich selbst. Also ich bin rasenverrückt. Ich habe immer schon Rasen toll gefunden, auch schon vor unserer Hochzeit habe ich sehr gerne Rasen gemäht. Tatsächlich kam aber erst diese Faszination erst mit dem Golfspielen auf. 97 habe ich angefangen, Golf zu spielen. Und dann habe ich erst auch gesehen, wie unglaublich Rasenflächen aussehen können. Das hat mich tatsächlich nochmal richtig gepusht. Und dann gab es eben 2000 den ersten Spindelmäher, mein Edco Balmoral 20 SE, der erste Spindelmäher, und damit ging es dann so richtig los. Also da waren wir natürlich schon lange verheiratet. 89 haben wir geheiratet. Das habe ich hier wieder ganz große Geheimnisse verraten. Gut, so, jetzt noch zwei Fragen da hinten. Boah. Barfuß über die Steine. Hauptsache, hier sind keine Splitter. Also zwei hier noch, die letzten beiden Fragen vor der unheimlichen Garage vom Rasenfreak. Welches ist dein leisester Mäher? Spindelmäher. Also der leiseste Mäher ist tatsächlich der Sportman Elektra. Das ist ein wirklich, wenn er gut eingestellt ist, wenn das Messer richtig scharf geschliffen ist, wenn das Untermesser passt, wenn er sauber eingestellt ist, dann läuft dieser Mäher wirklich toll leise. Selbst ein Handspindelmäher, finde ich, ist nicht unbedingt leise. Also der läuft wirklich toll leise. Der Toro E-Flex ist deutlich lauter, aber auch noch leiser als ein Benzinmäher. Und dann kommen wir die Benzinmäher. Der leiseste, nicht der beliebteste. Hier steht leiseste. Darüber könnt ihr auch noch was sagen. So. Aha, welchen Mäher würdest du gerne noch mal testen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich einen Mäher, den ich schon länger mal
testen möchte, den ich noch nie, mit dem ich noch nie gemäht habe. Das ist ein, ja, ein Luftkissenmäher, ein Luftkissen oder wie heißt der? Ja, Hoover, Luftkissen, Hoover-Mäher, Flymo, gibt es einen Mäher, der heißt Flymo. Ich meine, von Husqvarna ist der. Und von Toro gibt es auch so einen Luftkissenmäher. Der wird verwendet für so ganz, ganz große Schrägen. Also wenn es wirklich steil ist und man wirklich so am Hang mähen muss, dann kann man mit solchen Mähern mähen. So einen Mäher habe ich auch nicht. Der fehlt mir eigentlich meiner Sammlung. Hallo? Hallo Firmen? Nee, der ist gut. Bloß nicht zu viel mehr Videos. Ja, der fehlt mir noch. Den würde ich wirklich gerne mal testen. Und ich würde natürlich auch gerne mal so einen richtig großen Golfplatzmäher auf dem Fairway. Mit dem würde ich gerne mal auf dem Fairway mähen. Aber das kriegen wir, glaube ich, auch bald mal hin. So ein Golfplatzmäher, so ein Fairway mähen, das wäre schon echt ganz cool. So, war das jetzt alles? Gut, ja, lieber Rasenfreaks, sehr cool. Danke für eure Fragen. Wir haben noch viele mehrere Fragen gehabt. Martina hat jetzt 12 Fragen von euch ausgewählt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt auch das gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Wir machen das gerne nochmal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt hier ohne Schnitt euch zeige. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.